Okay, das ist aber auch alles. Ja, komm. Nein. Okay. So, ich bin jetzt hier erstmal absichtlich hingereist. Das andere. Erstens finde ich die Anführer nicht, die wir da töten sollen. Zum anderen sind mir die erstmal noch zu stark. Da brauche ich noch ein, zwei Level mehr. Sie nehme ich ja auch Gruppenaufgaben. So. Hier für Quests. Gott, haben wir hier viel. Runenbewahrer. Möchte ich einmal anpinnen. Den Epos. Ach so, grüne Nonne, da oben ist noch ganz viel. Okay. Dann geht's erstmal in die Richtung. Ja, das ist Schmiede gewesen. Gut, dann haben wir hier überall ja noch. Meinst, bist du noch bei der ersten Quest mit dem Schatz? Oder hast du schon mal einen Schatz gefunden? Weil der erste ist oben bei der Wetterspitze. Der letzte Schatz. Oh Gott. Ich suche die Quest gleich einmal raus. Moron, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Was habt ihr gezockt und wie geht es euch? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Abend. Das ist so ein dummes Rätsel. Ja, das ist es. DBD und FF14. Sehr cool. Schon eine Vorbereitung auf Endwalker? Das ist eigentlich dasselbe wie immer. Ja, zur Zeit logge ich bei dir immer nur so ein bisschen. Immer. Ah ja. FF14 müssen wir auch mal unbedingt wieder weiterzocken. Ich bin jetzt schon ganz gespannt auf Endwalker. Werde es nur nicht direkt. Wenn die Vorbesteller rennen dürfen, werde ich es nur nicht direkt zocken können. Die ersten 2 Tage bin ich leider dicht am Stream. Ich kann leider erst dann den Sonntag danach. Ich glaube, das müsste dann der 21. sein, meine ich. Aber in der Zeit Nachtdienst. Oh je. Beziehungsweise ist das gut oder ist das schlecht? Je nachdem, was man für ein Zeitmensch ist. Ich bin ja eher so ein Nachtmensch. Also, ne? Kann es ab dem 20. 21. losgehen. Ja, wie ich. Wie ich. So, ich muss einmal ganz kurz gucken. Warte. Buff. Bin der letzte Platz. So. Ja, auch ich liebe Nachtdienst. Nur meine Zockerzeit leidet darunter. Ja. Verständlich. Verständlich. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Ich bin immer froh, wenn ich nachts streamen kann. Dann habe ich so immer mal eine Ruhe. Das Internet macht immer in der Regel mit. Außer von Sonntag auf Montag, da ist mein, sagt mein Router nein. So, ich muss einmal kurz gucken. Der letzte Schatz.
Die nächste Chance. Oh. Weil ich, also, Mappa, ich weiß, dass einer auf der Wetterspitze ist. Dann ist ein Schatz, das müsste aber ganz so ein Ganta sein. Müsste in der Nähe von einem Lager sein. Und der allerletzte Schatz müsste, also was, beziehungsweise das letzte, müsste dann hier in der Feste sein. Hast du so einen Brief im Inventar? Also so eine Schriftrolle? Hast du das schon gemacht, dass du das Ding übers Feuer halten musst? Wenn du bei dieser Herberge bist, dass du da einmal zum Feuer gehst und da das Ding einmal rüberhältst? Weil du musst nämlich einmal zu der Feste. ist schwer zu erklären, wenn ich die Quest leider nicht mehr machen kann. Du musst bei der Quest einmal in der Herberge zum Herdfeuer oder halt zu dem Feuer, wo da die Leute rumstehen. Dann, glaube ich, auf den Brief einmal draufklicken. Dann wird da so eine Schrift leserlich und dann musst du zur Feste Gurus. Ich glaube, das ist die Quest. Ich meine, das müsste die sein. Ja, von Bingo Boffin. Ich finde halt gerade das Ding nicht. Warte mal. Schatz, nun das Ende. Findet ihr halt leider gerade nicht den letzten Schatz findet ihr leider hier gerade nicht. Theodors Rätsel, ganz und Ganta. Das war das Frühstück. Der letzte Schatz, den findet er nicht. Sieh, wie hier steht hier. Also einfach, heißt die Quest Theodors Rätsel? Was mit Schatulle? Okay, dann. Ich schick dir mal kurz was. Das ist der erste Standort. Ist der erste Standort des Rätsels. Aber ja, schick's mir erstmal. Dann kann ich nämlich gucken, ob das wirklich ist. Nicht, dass du da jetzt zum falschen. Dass ich dich zum falschen hinschicke. Weil das Rätsel ist halt echt scheiße. Geht jetzt nämlich gerade um Lotrum eine Quest. Es gab halt mal so eine Event-Quest mit Bingo Boffin. Und Mappa kommt da gerade nicht weiter. Das Problem hatte ich nämlich damals auch, dass ich keine Ahnung hatte, wo dieses Scheißding ist. Letzter Schatz. Finde die verborgene Schatulle, die Theodor nicht gefunden hat. Wo in den einsamen Landen. Okay. Dann guck einmal hier, bitte. Da müsstest du irgendwo irgendwie da hochkommen. Du musst dann über so einen Baumstamm gehen. Ansonsten kann ich auch einmal kurz in die einsamen Lande reisen. Muss ich zwar einmal kurz über Umwege machen, aber würde ich einmal kurz machen. Dann bringe ich dich da schnell hin. Falls dich das nicht weiterbringt. Weil dann würde ich einmal ganz kurz zu dir kommen. Und bring dich dann einmal kurz da hoch. Weil der Weg dahin ist nämlich scheiße. Bin dann morgen. Probier das morgen erstmal. Okay. Hätte ich sonst gemacht. Aber dann zeige ich dir das morgen. Weil es ist halt echt scheiße. Das zweite Rätsel, was es danach gibt, das ist schon einfacher. Da bin ich aber auch nur durch Zufall drauf gekommen. Das war einfach mal so da. Lotus spielen wir zurzeit auch eher so als Überbrückung. So als, ne? Überbrückungsgame.
mal zu gucken, was es nur so für andere Moos gibt. Hier soll noch irgendwo. Ich soll hier noch irgendwas machen. Da! War ich denn nicht gerade? Die ist eine Solo-Aufgabe, die nicht mit einer. Okay, das ist nicht Hauptquest. Machen wir trotzdem einmal. Wahrscheinlich eine Instanz. Die Grimhans erkunden schon seit langem das Umland Otrikars. Und jetzt formieren sie sich, um den Außenposten unserer Freunde anzugreifen. Die guten Wachen Otrikars sind entschlossene Krieger, doch sind sie zahlenmäßig unterlegen. So wie die Dinge liegen, ist es sehr ungewiss, ob sie über die Grimhans triumphieren werden. Juhu. Hulda. Was wollt ihr? Okay, ich muss hier einmal groß machen. Die Grimhans werden gewiss jeden Moment hier sein. Und dann müssen wir bereit sein. Kommt mit mir und ich werde euch eure Position zuweisen. Okay. Ich werde den Wachen dort oben bei den Minen helfen. Ja, und wo sollen wir stehen? Die Position wird hier drüben sein. Müssten sich die Zwerge nicht eigentlich wundern, dass ein Elb denen helfen will? Die Wachen am Tor vor uns. Sie werden eure Hilfe brauchen können. Okay. Juhu, ich bin auch gut bewahren. Wenn ihr jemanden zum Heilen braucht, sucht nicht mich und fragt mich nicht, bitte. Im Moment ein Angriff der Grimhans. Ah, da kommen sie. Kommen sie angewatschelt. Zumindest einer. Ihr braucht dann nicht mehr drauf einprügeln. Jetzt könntet ihr gleich mal helfen. Es ist nicht so, dass wir damit nicht klarkommen, aber. Ich finde es aber witzig, dass man halt solche Story-Instanzen einfach mal allein machen kann. Oder halt in dem Fall sogar allein machen muss. Ich glaube sogar storytechnisch kannst du alles allein machen. Ach nö, nicht wieder die Vögel. Ich kämpfe nicht gern gegen die Viecher. Nee. Nee. Dann wirklich nicht. Ja, dann scheiße. Machen aber nicht ganz so schlimme Geräusche wie die Gräber ihn. Ja? Was soll ich nun tun? Ich den Verlust von 3 Utblicker-Wachen. Ja, ich habe nicht eine verloren. Nun? Da. Okay. Hier ist mal wieder jemand unfähig, Leute zu beschützen. Aber so um die Grimhans ist es jetzt echt so ein bisschen still geworden. Zumindest verliert sich ja die Story so ein bisschen. Wenn man nicht gerade Hauptstory macht. Hallo. Meine Verletzungen sind nicht schwer. Lasst mich einfach nur verschnaufen. Dann bin ich gleich wieder wohlauf. Hab Dank. Meine Zwerge und ich hatten Glück, dass ihr im rechten Moment nach Utrika gekommen seid. Und das Können, das ihr in diesem Kampf an den Tag gelegt habt, wird so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Wie, das war's schon?
Wenn ihr mir bei unserer Rückkehr zum Zentrum des Außenpostens euren starken Arm leihen könntet, so wäre ich euch sehr verbunden. Dann müsste ich mich aber sehr weit runterbeugen dafür, ne? Was wollt ihr? Ach, das war für die Runenbewahrer-Quest. Okay, ja, dann verstehe ich, warum es Solo war. Ihr seht mich tief beschämt. Dass ich bei dem Angriff so verletzt wurde und nun eure Hilfe in diesem Maß in Anspruch nehmen muss. Und dennoch bin ich froh, dass ihr zur Stelle wart. Und dies sage ich auch im Namen der anderen Zwerge von Utrika. Ich werde euch alles über die Runen der Heilung beibringen, was ich weiß. Eure Leistung beim Angriff der Grimhans nachzuurteilen, werdet ihr sie sicher wirkungsvoll einzusetzen wissen. Wir nehmen hier einmal den Stein, weil der besser ist. Huch. Das ist ein cooler Stein, ne? Tat abgeschlossen. Ich muss einmal wieder was verkaufen. Einmal. Nein, nicht Adamant. Adamant hätte ich gerne noch. So, 5 Stücke, das können wir. Hitken weg. Wir müssen die Aufgabe Buch 3 Kapitel 12 und... Okay, wir müssen unbedingt Hauptstory machen. Dann setzen wir uns einfach gleich ran. Wieso, sonst können wir einiges hier nicht verwenden. Das wäre blöd. Sehr blöd. Das brauche ich noch. Okay. Sehr gut. So. Nein. So. Schmied. Ist hier eigentlich auch irgendwo eine Schmiede, oder? Bisher habe ich keine gesehen. Ich vermute auch mal, dass es hier keine gibt. Das war sehr schade wäre. Aber nicht zu ändern. Seid gegrüßt. Seid ihr dem Ruf zum Krieg gefolgt? Mhm. Damit immer grün. Jetzt sammeln wir mal immer grün. Minenbauer, warte mal, kann ich da rein? Nee. Schade. Aber es wird wieder Tag. Hört sich schön. Liebe es, wenn es Tag wird in Lotro. Es ist immer so wirklich, wirklich schön. Die Grimhans bereiten mir etwas Unbehagen. Nein, nein. Sie überall nicht hin. Ebenzweige. Ich brauche immer grün.
Gold finde ich, aber ich finde keinen immergrün. Zwei Stück fehlen da nur noch. Ich weiß, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber ich hasse Suchaufgaben. Habe ich mal die Seite abgespeichert. Okay. Wie gesagt, wenn ich dich da irgendwie hinbringen soll, ich kenne von beiden Standorten den Platz mittlerweile. Wenn du da Hilfe brauchst, kannst du gerne Bescheid sagen. Da ich sowieso nach Bremen muss, würde mich das halt auch nicht stören. Was mich eher stört, ist, dass ich dieses scheiß Zeug nicht finde. Wird da ganz groß auf der Karte markiert, wo das überall sein soll. Wenn du es aber trotzdem nur an anderer Stelle. Da ist immer grün. Zum Beispiel. Mache ich, sonst werde ich ja nie weiterkommen mit Boffin. Nee. Boffin zieht sich. Aber sobald du. Also je nachdem, wie du es natürlich machen möchtest. Wenn du nach den einsamen Landen halt auch die Nordhöhen machen möchtest, dann hast du erstmal kein Boffin. Boffin geht dann in die andere Richtung nämlich weiter. Ich versuche halt so nach den jeweiligen Leveln zu gehen. Gut, und jetzt halt auch nach Hauptstory. Weil die Hauptstory führt einen dann halt durch Buch 3 automatisch hierhin. Autsch, autsch, autsch. Deswegen da ist dann Gott sei Dank erstmal Pause mit Boffin. Bin ich aber auch mal ganz dankbar für. Ich gehe in die Hauptstory. Mach den jeweiligen Gebiet einfach die Quest dann mit. Also wärst du dann auch quasi in der Nordhöhen. Weil hier geht dann, wie gesagt, Hauptstory weiter. Du musst halt für Buch 3 nur einmal nochmal zu der Herberge, glaube ich, hin. Da gibt es dann irgendwo. Für die Quest. Das ganze Vogelplänkel. Ja, ich war mir anfangs nämlich auch unsicher, wo mich das Buch hinführt. Weil ich dachte, dass, oh nee, Buch 3 auch wieder in den einsamen Landen. Deswegen habe ich es erstmal ruhen lassen. Aber nee, das Buch 3 führt dich hier in die Nordhöhen. Ich wollte eigentlich auch Hauptquest machen. Ich mache aber gerade keine Hauptquest. Ich mache gerade schon wieder einen anderen Scheiß. Ich mache gerade schon wieder alles andere, aber keine Hauptquest. Aber es ist ja nichts Neues. Wann tue ich mal das, was ich gesagt habe, dass ich tue?
Ich werde. Aber ich werde ins Bett. Habe jetzt viel zu lange gemacht. Ich wünsche dir noch viel Spaß und vielleicht sehe ich dich morgen. 16 Uhr bin ich zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich um 16 Uhr noch da sein werde. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle gute Nacht. Freut mich, dass du so lange durchgehalten hast. Morgen einen erfolgreichen Tag. Und schlaf schön. Wie gesagt, die mache ich jetzt auch nur noch bis, ja, so 1-2 Uhr so in dem Dreh. Länger mache ich dann auch nicht mehr. Muss ja morgen auch fit sein. Muss hoch. Hoch und einmal darum. Hoffe ich? Wir hoffen einfach mal. Wir hoffen und gucken. Ja, Grundstein. Nur Grundstein. Der Sound der Zwerge ist halt mega. Autsch. Und Knochen gebrochen. Pferd galoppiert, aber trotzdem noch mutig weiter. Jo. Da hinten müssen wir hin, ne? Glaube ich. Ja, yeah, ja. Yeah. Klingt wie eine Kuh. Eine Kuh zur Brunftzeit. Wir gegen Kugel kämpfen, aber das ist mega. Rennen. Seid gegrüßt. Einmal. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Oder andere Pflanzen. Und irgendwo da hinten ist auch noch was. Kampfmusik hört gar nicht mehr auf. Ach ja, der Grundstein. So, ich will mich halt wirklich jetzt ein bisschen an die Hauptstory halten. Das heißt, straight weiter. Straight Richtung Hauptstory. Jetzt also bitte ganz im Weg wieder zurück. Ja, so eine kleine Strafe. Man hat sich den ganzen Weg quasi durchgekämpft und muss jetzt trotzdem wieder zurück. Naja. Egal. Egal. Das weg, das kann weg. Das kann weg. Kann weg. So. Wie gern hätte ich jetzt den richtigen Lotrutz, also den richtigen Herr der Ringe Soundtrack. Das wäre so schön. Als Gamer. Wäre halt mega, so direkt zum Lotro, also erdringer Soundtrack. Gut, als privat kann man das wenigstens noch machen.
Also privat kann man sich das gönnen. Hier werden es ja auch immer weniger. Ja, das ist das Problem in der Woche. Die Leute müssen halt am nächsten Tag arbeiten. Das heißt, meistens ist es hier dann in der Woche nachts echt ruhig. So am Wochenende oder komischerweise von Sonntag auf Montag. Von Sonntag auf Montag ist immer meistens wird die Bude angerissen. Frag aber nicht nach Sonnenschein. Und du merkst halt auch mega, wenn die Leute Urlaub haben. Ich bin auch auf Arbeit. Ja, du bist die Ausnahme. Wobei wir ja auch einige Lurker drin haben, die komischerweise nicht angezeigt werden. Die werden zwar bei mir hier in der Liste angezeigt, aber irgendwie erscheinen sie halt nicht als Zuschauer. Das ist auch immer wieder seltsam. Knochenbruch. Ich liebe es. Irgendwie ist das eine Wohltat, dieses Geräusch zu hören. Du kannst von der Klippe springen, ohne dass es dir echt irgendwie schadet. Twitch auf Stumm geschaltet haben, dann zählt Twitch die nicht. Wahrscheinlich. Also ich weiß, dass mein Freund auf jeden Fall zum Glück ist. Der wird mir meistens auch angezeigt. Dem muss ich nämlich auch darüber belehren. Weil ich habe mich halt anfangs gewundert, bis ich das irgendwann mal gegoogelt habe. Mr. Google hat mir dann gesagt, ah, ja, okay. Daran liegt's. Reite ich überhaupt richtig zur Hauptstory? Ja. Das wär's jetzt, weißt du? Reite einfach mal in die komplett falsche Richtung. Das wäre wieder so typisch ich gewesen. So, Gott sei Dank richtig. Gott sei Dank. Auch wenn ich mich dafür hochfahren könnte, hier wieder ins Gebiet zurückzureiten. Wenn ich daran denke, wie viele Quests wir hier noch haben, dann wird mir so ein bisschen schlecht. Selbst umschaltet. Wie macht das bei Twitch? Zickt das rum. Yep. Twitch sagt dann so, nö, kein Bock. Nicht mit mir. Tada. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Der Feind hat das alte Vornost wieder eingenommen. Nun ja, von dem, was ich hier so gesehen habe, stimmt das wohl. Von diesem einsamen Lager aus habe ich die Eidbrecher auferstehen und grausame Geister aus Angmar über den Feldern Gestalt annehmen sehen. Ich habe auch gesehen, wie Orks aus den Toren von Vornost kamen. Ja, es scheint wirklich so, als hätte der Feind Vornost wieder übernommen. Ich kann allerdings nichts über die Stärke des Feindes innerhalb der Ruinen sagen. Dafür brauche ich eure Hilfe. Erlaubt mir, euch mein Leid zu klagen. Habe in dem Gebiet nur ein wenig gefarmt, aber keine einzige Quest gemacht. Ja, ich bin eigentlich nur wegen dem Buch hier, weil das Buch gesagt hat, hey, komm, geh in die Nordhöhen. Gut, und weil ich wissen wollte, wie die Nordhöhen sind. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich eigentlich Richtung Trollhöhen gegangen. Aber eigentlich, ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich hier dem Büchlein folge. Aber einige Quests, die habe ich halt auch schon übersprungen, weil Level 34, 25er, 26er Quest. Ein paar sind zwar noch dabei, aber jetzt nicht so viele. Hier habe ich dann so aufgelesen, wenn man hier gerade mal bei einem Charakter war. Ich weiß nicht, wie groß die Streitkräfte von Angmar innerhalb von Vornost sind, da ich sie nicht gesehen habe, als sie eingerückt sind. Die Orks und Waage, die die Tore bewachen müssen, vom Norden her nach Vornost gekommen sein. Ich fürchte, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wie groß die Streitkräfte von Angmar innerhalb von Vornost tatsächlich sind, indem man die von Orks errichtete Verteidigung der Tore auf die Probe stellt. Ich würde es selber tun, weil meine alte Wunde hindert mich daran. Falls ihr willens seid, dann geht zu den Nurburg-Toren, nördlich von hier, vernichtet jeden Ork und Warg, den ihr dort findet. Kehrt danach hier zurück und erstattet mir Bericht. Ja, das kann schwierig werden, hier einen Ork zu töten.
dem Buch habe ich jetzt bei den Zwergen gestartet. Oh je. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie. Ich gehöre so zu den Menschen. Ich muss das irgendwie von A bis Z einmal komplett durch. Zumindest der erste Run, da verzeih ich mir noch, wenn ich was übersehe. Beim zweiten Run geht es dann schon eher so: Jo, wir nehmen alles mit. Und beim dritten Charakter ist es dann: Jo, wir machen das Buch der Taten auch noch. Und du denkst dir dann spätestens so beim zweiten Gebiet: Ich habe keinen Bock mehr. Wobei, bisher geht's. Bisher geht's. Ich weiß gar nicht, wie weit bin ich beim Buch der Taten hier? Breland muss ich auf jeden Fall noch ganz viel machen. Auland habe ich fertig. Gott sei Dank habe ich das Auland fertig. Erendluin habe ich auch fertig. Breland und Einsame Lande muss ich demnächst mal anfangen. Die Nordtönen, die kommen dann irgendwann. Wie mache ich denn nach und nach? Ach ja, das habe ich ja durch Bingo noch. Bingo-Quest-Reihe kommt auch noch. Eidbrecher. Werdet ihr euch mein Leid an? Ah, Eidbrecher ist hier. Gucken. Das mache ich zum Beispiel nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Da sage ich nein. Das ist jetzt wirklich Schwachsinn. Ich bin enttäuscht. Kein Knochenbruch? Aber warte mal, kann ich jetzt... Was denn hier? Waldläufer, ja. Dann einmal Ruf verballern hier. Tada. Sieht mit Ruf aus? Okay. Lassen wir mal so. Lassen wir so stehen. Wenn ich bis zum Ende des Gebiets die letzte Stufe erreicht habe, bin ich glücklich. Wie sieht es eigentlich gerade in der Gilde aus? Sippe. Das heißt Sippe. Ich weiß. Okay. Ich suchte das Spiel eindeutig zu viel. Ich habe ein Suchtproblem. Ich bin ja immerhin froh, dass ich meine Rabenflüge und meine schwarze Katze noch gekriegt habe. Von dem Fest. Das war mir wichtig. Brauche ich euch? Auf sie zu bewegen. Nee, brauche ich nicht. So, Norburg-Tor. Ich brauche bestimmt. Ja, Hallöchen. Kommt zu Mama. Das klingt so komisch. Klingt echt komisch. So. Das sollte ja jetzt recht fix gehen. Ein bisschen Magie drauf wirken. Ich auch. Ja. Man darf den Auftrag aber nicht zu wörtlich nehmen. Alles vernichten, was hier ist. Hat er den Respawn mit eingerechnet? Ich glaube nicht. Ey, aber 35 will ich jetzt echt doch werden, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir da... Da überhaupt noch in die Nähe kommen. Weil es eng werden könnte.
Immer. Muskelprotz, geh weg. Wo sind hier noch welche? Da. Hier von selbst. Brauche noch ein paar Waage. Laufen zu wenig Waage rum. Da ist ein Pirscher. Zwei Pirscher. Super. Und wieder zurück. Ja, holt ihr mal. Hilfe.